Morgen! Ja, und willkommen zum neuen Video. Heute, was machen wir heute? Ja, heute machen wir unseren Audi. Der muss nämlich zurück. Leasingrückgabe. Und da dachte ich, komm, wir machen noch ein besonderes Video. Ein Innenraumvideo mit ja, Klavierlackaufbereitung. Moment. So, ist besser. Und zwar, das kennt ihr mit Sicherheit, in den neuen Autos alles schön, wenn es glänzt, ne? Innen drinne alles in schwarzem Klavierlack, das sieht super aus. Aber ja, jetzt nach 12 Monaten, und ich muss wirklich sagen, ich habe es nicht zwischenzeitlich irgendwie speziell gereinigt oder irgend sowas, nur immer mal wieder ausgesaugt und das war's. Und jetzt gucken wir uns das mal an, wie das jetzt aussieht. Und ich bin wirklich echt geschockt. Jo. Wenn das da Flecken drauf sind, okay. Aber guckt euch das an, wie das zerrammelt ist. Die wurde nie großartig was abgelegt, also. Und das Fach hier, das war ja meistens sogar auf. Und wie schnell das dann doch alles zerkratzt wird und wie kacke das dann noch aussieht, wenn es nicht, ja, neu ist. So, dann werden wir das alles hier jetzt mal schön aufpolieren. Das heißt, ohne die Schaltkulisse und das Leder, das werden wir das mal abkleben. Und dann polieren wir das hier alles mal auf. So, mit dem Cut haben wir das jetzt nochmal durchpoliert und jetzt gehe ich nochmal mit einer Glanzpolitur drüber. Da gehen auch noch mal die feinen Kratzer raus und der Grauschleier jetzt durch Aufpolieren verschwindet. Jo. Dann nehme ich aber auch jetzt ein anderes Bett und das ist ein weicheres Bett und dann wollen wir mal loslegen. Und so sieht das fertige Ergebnis aus. So, hier ganz genau da, seht ihr den? Genau beim Licht. Der ist halt extrem tief. Der geht nicht raus da. Aber alles andere sieht ja schon viel ordentlicher aus. Aber wie gesagt, du hast immer noch kleine Kratzer. Das ist halt der absolute Nachteil bei diesem lackierten Klavierlack-Gedönse. Hier müssen wir noch mal kurz drüber gehen. Hier immer noch so leichte. Aber auf jeden Fall ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja. Also sowas machen wir auch. Klavierlackaufbereitung. So, ist das auch erledigt. Ja, Klavierlack, ne? Eine Geschichte für sich. Also, nicht ohne. Sieht zwar super aus, neues, ja, aber wenn man das nicht richtig pflegt, dann hat man, wie gesagt, das war 12 Monate. Ja. 12 Monate altes Auto. Und da hat man schon einiges zu tun dann, um das wieder auf Vordermann zu bringen. Ja, es ist, ich sag mal so, wenn einer ein älteres Auto hat, was schon, sagen wir mal, 3, 4 Jahre alt ist und es ist so weggeschrubbt, ja, also richtig kaputt,
Da lohnt sich schon fast, eine komplett neue Blende zu kaufen, wie das eigentlich vom Aufbereiter machen zu lassen, weil das ist extrem viel Zeit, die man dafür braucht, und da ist es schon fast günstiger, eine neue Blende zu kaufen, die zu ersetzen. Ganz ehrlich. Ja, aber nichtsdestotrotz, jetzt sieht es wieder gut aus. Auto kann so zurückgegeben werden. Ist ein Kratzer drin, der geht nicht raus. Der ist schon zu tief. Weiß ich nicht, irgendwas, Schlüssel, keine Ahnung. Draufgefallen, passiert. Ja, gut. Ja, machen wir gleich ein Fazit zum Auto. 12 Monate Audi A4 S-Line. 2 Liter Turbo, Benziner, 265 PS. Würde ich mir so ein Auto kaufen? Ich würde, meine persönliche Meinung, also ich nicht, Qualität bombastisch. Optik auch super. Ja. Tippitoppi hier, die Sitze sind der Hammer mit Massagefunktion und richtig geil. Alcantara, auch geil. Panoramadach und. Ich meine, das Ding läuft ja auch richtig gut. Laut Tacho hier 265. Ja. Ja, aber warum nicht kaufen? Weil es mir einfach zu emotionslos ist. Also für mich persönlich. Also, das ist so ein richtiges Langstreckenauto, finde ich. Arschbequem. Damit kannst du auch Galle auf der Autobahn geben. Aber ja, dieser Fun-Faktor, der fehlt mir einfach. Ja, es ist extrem leise. Du fährst hier mit über 200 über die Autobahn und du hörst hier gar nichts. Der Motor schnurrt wie eine Eins. Denkst du, fährst ein Elektroauto? Und ja, das ist halt absolut nicht so meins. Da muss hinten aus dem Auspuff schon ein bisschen Krawall rauskommen. So bin ich. Ich meine, ich hatte ja vorher den TCR Golf und der hat schon richtig Spektakel gemacht. Ja, ich bin mal gespannt. Als nächstes kommt ein Tiguan R. Der hat auch wieder die Akrapovic-Anlage. Also, das wird schon wieder auf jeden Fall eine andere Hausnummer. Ja. Aber sonst, wie gesagt, mein Fall ist es nicht. Auto sonst. Von der Verarbeitung da absolut top. Verbrauch? Ja. Also, ich habe das Auto nicht unter 10 Liter bekommen. Super. Also ich habe die ganze Zeit so um die 11, 11,5 Liter bewegt. Ja, fand ich auch. Naja, verbrauchsmäßig bis hier hoch, fand ich. Ich habe ja auch extreme schwere Füße. Das kommt ja auch noch dazu. Ich weiß ja auch nicht. Und vielleicht kriegt es ein anderer hin. Ich nicht. Gut. Der eine so, der andere so. Ja. Aber optisch. Tolles Auto. Die Farbe, das Grau, schon tippitoppi, gefällt mir ganz gut. Und wenn sie hier jetzt noch, sag mal, ich habe schon geguckt nach einem S4. Ja, das ist jetzt so die größte, ja, nicht S, also S-Line, aber mit dem größten Motor als Benziner hier. Ja, 260 PS, das ist schon was. Der S4 hat über 300. Und hat aber auch keine richtige Krawallo-Auspuffanlage. Naja, gut. Will euch nicht voll quatschen. So, liken, kommentieren, abonnieren. Kennt ja das Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und nächstes Video kommt wie immer am Sonntag. Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.